Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Altana. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Trinkwasser, Leitungswasser oder Mineralwasser? Video. Veröffentlicht am 2. Juli 2019 auf pravdatv.com. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Eine der Ressourcen, die für Nahrungsmittelkonzerne sehr lukrativ ist, ist Wasser. Es wird pur oder mit Süß- und Farbstoffen, Aromen oder Kohlensäure in Trinkflaschen abgefüllt und an Konsumenten und Konsumentinnen verkauft. Der Nestlé-Konzern mit Sitz in der Schweiz ist der weltgrößte Abfüller von Trinkwasser, das er unter einer Vielzahl an Markennamen wie Nesti, Perrier, Es Pellegrino oder Vittel verkauft. Link: Nestlé pumpt nicht nur in Dürreländern Afrikas Wasser ab. Nestlés Verwaltungspräsident erklärt in diesem Link-Video, dass Wasser einen Marktwert habe und dass die Ansicht, Wasser ist ein öffentliches Recht, eine extreme Ansicht von einigen NGOs sei. Nestlés Geschäft mit dem Wasser wurde schon verschiedentlich kritisiert, zum Beispiel im Film Link Bottled Life – Das Geschäft mit dem Wasser 2012. Der Griff zur Flasche und dessen Folgen. Um dies dem Kunden schmackhaft zu machen, ist cleveres Marketing gefragt. Das veranschaulicht das Video Link The Story of Bottled Water – Englisch. Leitungswasser trinken – Die Trinkwasserverordnung. Leitungswasser ist das in Deutschland am besten kontrollierte Lebensmittel überhaupt. Dafür sorgt unsere Trinkwasserverordnung, erklärt Jürgen Steinert von Ökotest. Zitat: Sie gewährleistet, dass unser Trinkwasser keine Schadstoffgrenzwerte überschreitet. In ihr ist festgelegt, auf welche chemischen, biologischen und physikalischen Parameter das geförderte Grundwasser in regelmäßigen Abständen untersucht werden muss. Zitat Ende. Für diese Untersuchungen sind die Wasserversorger zuständig. Die Wasserwerke wiederum stehen unter der staatlichen Aufsicht der Gesundheitsämter. Klingt ziemlich narrensicher. Doch woher kommen dann die Zweifel, das Wasser sei nicht gesund und man könne kein Leitungswasser trinken? Link: Verheimlichtes Wissen, Wasser und die Alchemie des Lebens. Welche Giftstoffe ins Trinkwasser gelangen? Zuerst steht die Frage, woher kommt das Leitungswasser in Deutschland? Die Antwort: Das Trinkwasser stammt zu 70% aus Grund- und Quellwasser. Der Rest aus Flüssen, Seen, Talsperren oder Fluss- und seenahen Brunnen. Uferfiltrate. Es wird in den Wasserwerken analysiert und wenn notwendig aufbereitet. Dann gelangt es über die Rohrleitungen der Wasserversorger bis zu unserem Hausanschluss. Bis dorthin gilt auch die Trinkwasserverordnung. Erst ab unserem Hausanschluss sind wir selbst für die Qualität des Leitungswassers verantwortlich. Schädliche Substanzen können sich aber bereits im geförderten Wasser befinden, also zum Beispiel im Grundwasser. Schuld daran ist unter anderem die konventionelle Landwirtschaft. Gesundheitsschädliche Pestizide und Düngemittel wie Nitrate gelangen in Flüsse und Seen oder sickern in den Boden und weiter ins Grundwasser. Daher haben wir viel Nitrat im Grundwasser. Weitere Giftstoffe stammen aus unserem Abwasser. Die Wasserwerke können Chemikalien, allen voran Arzneimittelreste, häufig nicht ausreichend herausfiltern und so gelangen die Giftstoffe mit dem eigentlich gereinigten Wasser aus den Klärwerken in die öffentlichen Gewässer. Heute unbedenklich, morgen Nitrat im Leitungswasser? Gesundheitlich bedenklich ist unser Leitungswasser deshalb aber trotzdem nicht. Zitat: Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu befürchten, wenn man Leitungswasser trinkt. Es ist gut untersucht und sicher. Zitat Ende, so Jürgen Steinert von Ökotest. Dank Trinkwasserverordnung filtern die Wasserwerke Schadstoffe heraus und führen strenge Kontrollen durch, bevor es in unser Trinkwasserversorgungssystem eingespeist wird. Der Anteil der Schadstoffe in unserem Leitungswasser ist dann so gering, dass er keinen Effekt mehr auf unsere Gesundheit hat. Aber das könnte sich ändern. Geben wir nämlich weiterhin zu viele Schadstoffe und Nitrat in unsere Abwasser, reichern sich Gewässer und Grundwasser in Deutschland zunehmend mit Schadstoffen an.
Irgendwann werden sie dann eben Grenzwerte überschreiten und nicht mehr unbedenklich sein. Schon jetzt hat Deutschland neben Malta bei Nitrat im Grundwasser die zweithöchste Belastung in der EU. Die EU-Kommission leitete deswegen bereits 2014 die zweite Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland ein. Weil sich wieder einmal nichts änderte, reichte die EU-Kommission im April 2016 sogar Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen uns ein, weil Deutschland es versäumt hat, strengere Maßnahmen gegen die Gewässerverunreinigung durch Nitrat zu ergreifen. Der hohe Gehalt von Nitrat im Grundwasser ist einerseits extrem schlecht für die Umwelt. Es kostet uns aber viel Geld. Wasseraufbereitungsanlagen müssen es aufwendig wieder herausfiltern, damit wir am Ende kein Nitrat im Trinkwasser haben und es bedenkenlos trinken können. Im Juni 2017 warnte das Umweltbundesamt daher davor, dass Trinkwasser teurer werden könnte, wegen des erhöhten Aufwands, das Nitrat herauszufiltern. Über 27% der Grundwasserkörper überschritten nach UBA-Angaben vom Juni 2017 derzeit den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Grund sei die auf den Feldern aufgebrachte Gülle und Mist aus der intensiven Tierhaltung oder Mineraldünger für beispielsweise Obst- und Gemüseanbau. Würden die Nitrateinträge dort nicht bald sinken, würden betroffene Wasserversorger zu teuren Aufbereitungsmethoden greifen müssen, um das Leitungswasser eben von diesem Nitrat zu reinigen. Der Studie des Umweltbundesamtes UBA zufolge könnte dies die Trinkwasserkosten um 55 bis 76 Cent pro Kubikmeter erhöhen, was einer Preissteigerung von 32-45% entspräche. Eine vierköpfige Familie müsste dann bis zu 134 Euro im Jahr mehr bezahlen. Übrigens, die ökologische Landwirtschaft, für die Bioprodukte stehen, belastet das Wasser weniger mit Nitrat als die konventionelle Landwirtschaft, die vor allem während ihres Düngers und des Gülleüberschusses aus der Massentierhaltung für das Nitrat im Grundwasser verantwortlich ist. BMEL, UBA. Dies sollte noch einmal verständlich machen, dass man Bioprodukte nicht nur kauft, weil sie weniger Schadstoffe enthalten, sondern auch, weil ihre ökologische Produktion umweltfreundlicher ist und damit für alle gesünder. Giftstoffe durch hauseigene Rohrleitungen. Leitungswasser zu trinken kann trotz verschiedener Probleme bedenkenlos empfohlen werden und das in ganz Deutschland. Allerdings gibt es Ausnahmen. So treten einige Schadstoffe auch aus den hauseigenen Rohrleitungen aus. Und das ist dann meist nicht mehr gesund. Kritisch für unsere Gesundheit sind vor allem Blei, Kupfer, Nickel und Cadmium. Bleirohre sind heute zwar selten, in Altbauten aber noch anzutreffen. Es gibt auch Vorfälle mit Legionellen, die aber weniger das Trinkwasser betreffen als die Dusche. Wer mit Sicherheit wissen möchte, ob sich Schadstoffe in seinem Leitungswasser befinden, wendet sich am besten an das Gesundheitsamt. Dort erfährt man die Kontaktdaten von Trinkwasserlaboren in der Nähe und kann dann eine Wasserprobe einsenden. Werden tatsächlich Schadstoffe im Leitungswasser festgestellt, sollte man schnellstmöglich selbst seine Leitungen auswechseln oder den Vermieter kontaktieren. Dieser ist dann nämlich verpflichtet, die Leitungen auszutauschen. Rezept: Trinken Sie Wasser ab dem Hahn. Füllen Sie es sich zum Mitnehmen in eine wiederverwendbare Glasflasche ab oder bestellen Sie im Restaurant Leitungswasser. Unsere Großmütter kannten noch solche Dinge wie Südmostkonzentrat, was lange haltbar ist. In Reformhäusern gibt es das noch. Auch Limonaden oder kalte Tees selber zu machen, ist ein Kinderspiel. Probieren Sie doch gleich folgendes Rezept aus. Zutaten: eine Handvoll Bio-Pfefferminzblätter, eine Handvoll Bio-Zitronenmelisse, eine halbe Bio-Zitrone, eventuell Honig. Zubereitung: erstens geben Sie die Pfefferminzblätter und die Zitronenmelisse in eine Schüssel. Zweitens pressen Sie die Zitronenhälfte aus, zerhacken Sie die Schale und geben Sie sie in die Schüssel. Drittens brühen Sie das Ganze mit 2 Liter Wasser auf und lassen Sie es 10 Minuten ziehen. Viertens sieben Sie alles ab, geben Sie eventuell etwas Honig bei und lassen Sie es abkühlen. Fünftens geben Sie den Zitronensaft bei, füllen Sie den Tee in 2 Glasflaschen ab und stellen Sie sie in den Kühlschrank. Sechstens
Kompostieren Sie die Abfälle. Nutzen Sie den Kompost, um selber Pfefferminze anzupflanzen. Dieser erfrischende, gesunde Tee ist etwa 2 Tage im Kühlschrank haltbar. Gönnen Sie Ihren Geschmacksnerven eine Abwechslung, indem Sie die Zutaten variieren. Mit etwas Schwarztee lässt sich auf diese Weise ein klassischer Eistee herstellen. Sie können sich leicht vorstellen, dass die Ökobilanz hier um ein Vielfaches besser aussieht. Bei selbstgemachten Getränken wissen Sie, was drin ist. Außerdem belasten Sie Ihren Körper nicht mit übermäßigem Zucker und sorgen dafür, dass Ihre Knochen und Zähne stark sind und Ihr Körper in Form bleibt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.